Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um etwas komplett anderes, denn heute rede ich ein bisschen mehr über mich, sodass ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und ja, deshalb möchte ich euch heute, ich denke, es sind ungefähr 11 Dinge über mich verraten, die ihr noch nicht über mich wusstet. Viel Spaß mit dem Video! So, und da beginne ich erstmal mit was ganz Einfachem. Ich muss auch sagen, nicht alle Dinge werden komplett unbekannt sein. Ich habe sicherlich mal in dem einen oder anderen Video ein bisschen was erwähnt oder anklingen lassen. Und ich beginne erstmal mit was ganz Einfachem, nämlich meine Spitznamen. Also an sich gibt es nur einen Spitznamen und das ist Shaki oder Jackie. Also viele nennen, also eigentlich schon seit dem Kindergarten sagen alle Shaki zu mir. Dann entfernte Verwandte oder Bekannte sind dann zu Jackie übergegangen. Und eine einzige Person hat 50.000 verschiedene Spitznamen für mich und die sind nicht alle toll. Und diese sind von meinem Papa. Aber da will ich nicht näher drauf eingehen. Die sind relativ peinlich und die muss man kennen. Genau, allgemein bekannt ist, dass ich 26 Jahre alt bin, dass ich aus dem Raum Leipzig komme, in einem Dorf, das noch nie, von dem noch nie jemand gehört hat und das so weit weg vom Schuss ist, das glaubt keiner. Ich bin Einzelkind, also ich habe keine Geschwister, ich musste mich nicht um irgendwelche Spielsachen streiten, habe aber dafür auch niemals einen Spielkameraden gehabt, außer meinen Freunden aus dem Kindergarten oder der Schule. Also es hat so seine Vor- und Nachteile und ja, aber ich bin so ganz zufrieden und ich glaube, ich war schon anstrengend genug als Einzelkind und ja. Dann das nächste ist, ich arbeite zurzeit im Buchhandel. Arbeite zurzeit im Buchhandel als studentische Aushilfe und das macht mir riesig Spaß und ja, und seitdem leidet das Konto und das Geld eindeutig darunter, denn ja, wenn man jeden Tag die tollsten Sachen vor Augen hat, irgendwann kann man nicht mehr Nein sagen. Aber naja, so geht es wahrscheinlich jedem, der mal in einer Buchhandlung gearbeitet hat oder noch arbeitet. Es ist so Fluch und Segen zugleich. dann komme ich mal zu meinen Lieblingsserien. Also wer meinen Kanal schon häufiger gesehen hat, der wird nicht drum herum gekommen sein, Friends zu sehen. Denn das ist meine allerliebste Serie seit anderthalb, zwei Jahren. Ich habe sie angefangen zu schauen und schaue sie seitdem nonstop. Zum Frühstück, wenn ich von der Arbeit komme, wenn ich von der Uni komme, wenn ich zwischendurch mal unterwegs bin und ich habe mir eine Folge runtergeladen, dann schaue ich mir die auch da an. Und es ist mittlerweile eben so weit, wenn man eine Serie so gut kennt, vielleicht kennt das jemand von euch auch, wenn es irgendwelche witzigen Situationen gibt, kommt mir automatisch der Gedanke, ah, das ist doch auch in der Folge, als Joey, Rachel, Ross, Chandler, Monica das und das gemacht haben. Das ist so automatisch, wenn man eine Serie so liebt, dann kann man so schnell Verbindungen im Alltag herstellen über irgendwelche witzigen Situationen oder irgendwelche Sätze und das ist bei mir die ganze Zeit so. Ich erwische mich ständig dabei, dass ich dann sage, ach, das ist genauso wie bei Joey und das ist schon, ja, das ist schon mega Fangirl-Alarm. Was ihr aber vielleicht nicht wusstet, sind die Serien, die ich sonst noch sehr, sehr, sehr gerne habe. Und eine Serie, die ganz knapp dahinter kommt, ist diese Serie hier, und zwar New Girl. Ich liebe diese Serie. Ich hatte sie vor ewigen Jahren mal angefangen und da hat es mich nicht so gecatcht. Und dann waren sie auf Netflix, die Serie, und da habe ich sie nochmal angefangen zu schauen. Und das haben wir vor, ich glaube, vor drei Jahren zu Weihnachten mal, haben wir dann alle zu dieser Zeit verfügbaren Staffeln durchgesuchtet. Und es ist so witzig. Es geht darum, dass, ich glaube, das hier ist sogar, die erste Staffel habe ich gerade nicht hier. Also wir haben hier Staffel 2 und Staffel 3. Es geht darum, darin um Jazz. Das ist diese Hübsche hier in dieser Gruppe. Und ja, sie kommt nach Hause und ja, erwischt ihren Freund in Flagranti, wie er sie betrügt.
Und das heißt, sie muss nun sich eine neue Bleibe suchen. Und da ja, sieht sie die Anzeige einer WG online bei Craigslist. Und ja, es ist ein sehr, sehr großes Loft mit einem Zimmer, Küche, Riesenwohnzimmer. Und ja, als sie dann dorthin kommt und sich vorstellt, dann lernt sie Nick Miller, Schmidt und Coach kennen, der ist in der ersten Staffel dabei, zumindest in der ersten Folge, glaube ich, und dann kommt Winston. Und hier seht ihr noch ihre beste Freundin Cici. Und es ist einfach so, sie ist so witzig, sie ist Lehrerin, sie ist mit Leidenschaft Lehrerin, sie lässt sich für so viele Dinge begeistern und probiert ständig neue Sachen aus und treibt ihre Jungs in diesem Loft zum Wahnsinn. Und ja, ich liebe einfach alles, ich habe mittlerweile auch alles gesehen, auch die finale Staffel und es ist ganz große Liebe auch. Ich sollte sie mal wieder schauen. Eine weitere Serie, die ich auch über alles liebe, ist Bones, die Knochenjägerin. Und ja, da geht es um die Anthropologin Temperance Brennan und sie arbeitet mit FBI-Agent Cilly Booth zusammen und sie lösen unglaublich spannende Kriminalfälle. Und das Besondere ist einfach die Chemie zwischen den beiden. Also es gibt ja ganz viele solche Serien, denen zwei Leute, zum Beispiel auch Castle, gefällt mir auch, aber nicht so gut wie Bones. Die Chemie und wie sie einfach miteinander umgehen und dann noch das Team dahinter im Smithsonian ist es, glaube ich. Einmalig und da kommt keine andere Serie ran und ich mag auch alle Nebencharaktere und ja, richtig, richtig tolle Serie. Dann, und es ist auch sehr witzig, also was eine Serie kann bei mir punkten, wenn der Humor einfach stimmt. Und das ist eben bei Friends so, das ist bei New Girl so, das ist auch bei Bones so, obwohl es ernsthafte Kriminalfälle sind. Aber selbst hier ist der Humor ganz, ganz toll. Und dann gibt es noch The Big Bang Theory. Mittlerweile bin ich noch nicht dazu gekommen, die neuesten Folgen aus Staffel 12 zu schauen. Aber es ist schlimm, ich taste mich so langsam vor und ja, also auch total witzig, nerdig, verschoben und ja, sehr, sehr cool, auch wenn ich gemerkt habe, dass es von Staffel zu Staffel ein bisschen nachgelassen hat. Und eine weitere Serie, die ich damals so geliebt habe, da bin ich sogar noch auf die Mittelschule gegangen, ist The Vampire Diaries. Ich habe leider nicht mehr geschaut, als es dann, ich glaube, Staffel 7. Staffel 8 habe ich nur das Ende geschaut, damit ich weiß, wie es ausging. Aber irgendwann habe ich den Faden verloren. Aber bis Staffel 5 war ich noch komplett dabei, komplett begeistert und auch eine meiner liebsten Serien. Ich schaue auch immer ungefähr bis Staffel 5, bis der Punkt kommt, wo ich mir so denke, ach nee. Und dann schaue ich mir nochmal das Ende an und dann war's das. Also die ersten Staffeln habe ich immer mal wieder gesehen. Nur Staffel 6, 7, 8, nicht alles. Das war nicht mehr so meins. Dann ist noch eine Serie dazu gekommen, zu der ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis habe. Und zwar ist es Game of Thrones. Zwiegespalten heißt, ich mochte die erste Staffel, als ich sie zum ersten Mal mit einer Freundin gesehen habe, ganz gern. Und ich gehörte zu diesen armen Seelen, die dachte, dass der gute Herr hier auf dieser DVD lange durchhalten würde. Nein. Nein. Game of Thrones hat mich gelehrt, dass man loslassen muss, dass man Charaktere gehen lassen muss und dass die Serie oder den Film nicht unbedingt sofort schlecht macht, nur weil ein persönlicher Favorit vielleicht nicht alle Folgen übersteht. Und das hat es auch so unfassbar spannend gemacht. Und als ich sie, dann habe ich sie erstmal nicht geguckt. Und jetzt vor 3 Jahren kam dann, glaube ich, die 7. Staffel raus. Und da waren unsere Freunde total hyped drauf und dann dachten wir so, ja klar, dann schauen wir jetzt nochmal von Anfang an alles durch bis zur aktuellen Staffel. Haben wir gemacht und plötzlich war ich voll drin, ich war voll in der Welt drin. Ich habe jetzt auch nicht umsonst die ganz dicken Wälzer hier hinten in meinem Regal stehen, denn ich will die Geschichte natürlich auch nochmal nachlesen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich. Ja, das sind so die grundlegenden Serien, die ich absolut liebe, die ihr vielleicht noch nicht kanntet von mir, also meinen weiteren Seriengeschmack, aber überwiegend tatsächlich nur Comedy-Serien und Sitcoms, die mich einfach zum Lächeln bringen und die auch nicht lang sind. Also 20 Minuten zwischendurch, sowas ist genau perfekt.
Einen anderen Fakt, den vielleicht nicht jeder weiß, ich bin unfassbar schüchtern, wenn es darum geht, neue Leute kennenzulernen. Also auch in größeren Gruppen, wenn ich keine Bezugsperson habe oder fast keine Bezugsperson, dann tendiere ich immer dazu, bei der Person zu bleiben, die ich kenne, und hänge ihr total am Rockzipfel, weil ich einfach nicht in der Lage bin. Es hat sich schon gebessert, muss ich sagen, also das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin dann erstmal überfordert und weiß nicht, über was ich reden soll. Und auch so, wenn ich unterwegs irgendwie Leute treffe, also auch das Ansprechen von fremden Leuten, das ist echt nicht einfach. Das ist irgendwie was anderes, wenn ich auf Arbeit bin. Da gehört es einfach dazu, freundlich zu sein, den Leuten zu helfen und das und das und das zu erklären. Das ist kein Problem. Aber wenn man weiß, das ist jetzt eine lockere Umgebung, ein Freundeskreis und ja, das ist immer schwierig. Also dahingehend bin ich wirklich sehr schüchtern und ich kann es nicht ändern. Ich versuche dran zu arbeiten, aber naja. Dann noch ein Fakt bei mir. Ich kann keine Leute schnarchen hören. Also ich hasse es abgrundtief, wenn Leute schnarchen. Ich bin nicht sauer auf die Leute, ich hasse einfach nur dieses Geräusch. Ganz komisch, viele halten das total aus. Ich gehe da absolut ab wie ein Zäpfchen. Das hat schon bei meinen Eltern angefangen. Ich musste immer ein Einzelzimmer haben und wenn, dann habe ich mir Ohrstöpsel mit Musik reingetan, damit ich es nicht höre. Es durfte wirklich kein einziger Laut durchdringen und schon, also wenn, sobald ein Laut durch die Ohrstöpsel oder was auch immer ich mir immer in die Ohren getaggert habe, draufgelegt habe, wenn da nur ein Ton durchkam, war es aus, dann konnte ich nicht schlafen. Und beim Wandern war es auch mal richtig schlimm. Wir waren den Malerweg im Elbsandsteingebirge wandern. Und einer unserer letzten Tage war in einer kleinen Gaststätte und die hatten oben ein Zimmer, in das 30 Personen mit ihrem Schlafsack auf Matten schlafen konnten. Und es war die Hölle. Ich hatte keine Oropax dabei. Es war wirklich, wirklich schlimm. Ich bin dann ins Bad und habe dann die halbe Nacht im Bad verbracht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also das ist wirklich ganz schlimm bei mir. Aber mit Oropax kriege ich es mittlerweile richtig gut hin und da ist es auch kein Problem. Auch im Flug, wenn wir fliegen oder sowas, dann ist es kein Problem. Mit den Oropax klappt das jetzt wunderbar. Früher konnte ich mir die irgendwie nicht, ich hatte immer Angst, dass die dann nicht mehr rausgehen oder so, aber diese Angst habe ich jetzt überwunden. Dann, nächster Fakt. Mein allerliebstes Essen ist, das schwankt immer mal, aber zurzeit sind es Wraps mit Falafel und Gemüse drin und mit Curry-Mango-Soße. Das ist so, so lecker. Ich liebe es. Und mein liebster Brotaufstrich ist Pistaziencreme. Vielleicht kennt ihr diese kleinen Gläser. Die könnte ich den ganzen Tag essen, wenn wir was davon zu Hause haben. Oh, ich liebe es. Ich liebe Pistaziencreme. Was ich dagegen absolut und unendlich hasse, ist es, Meeresfrüchte zu sehen, zu riechen. Ich hasse die Konsistenz und wenn jemand Meeresfrüchte bestellt in meiner Nähe und dieser süßliche Geruch kommt in meine Nähe, wird mir direkt schlecht. Also da dreht es mir im Magen, ich kann das nicht ertragen, diesen Geruch von Meeresfrüchten. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal ein verborgenes, traumatisches Erlebnis hatte mit Meeresfrüchten, aber ich hasse es so abgrundtief, dieses Essen. Ich kann es nicht mal riechen. Ganz schlimm. Dann, eines meiner liebsten Hobbys, besonders im Sommer und wenn es dann so in frühlingshafte Temperaturen umschlägt, ist es Inlineskaten. Oh, und da gibt es in der Nähe, ein kleines Stückchen entfernt, den Kostbudener See in Leipzig. Und der ist ungefähr 10 Kilometer, also die Strecke drumherum ist geteert. Und da ist auch kein anderes, fahren keine Autos, ab und zu mal Fahrräder, Jogger, was auch immer und dann eben auch Inlineskater und ich gehöre zu ihnen und ich liebe diese Strecke um den See herum. Das wird bald, sobald das Wetter wieder besser wird und die Temperaturen so in die 10, 15 Grad gehen, muss ich unbedingt wieder Inlineskaten und das Coole ist, eine ganz, ganz liebe Freundin von mir ist auch so ein Inlineskate-Fan und wir steigern uns da immer regelmäßig. Das sind dann 2 Runden, 3 Runden haben wir auch schon gemacht. Dann im Sommer natürlich baden gehen und Inlineskaten. Es macht richtig Spaß und ist mit mein allerliebstes Hobby.
Dann aktuelle Lieblingssongs. Ich dachte das nehme ich mal mit rein, falls jemand auch diese Band kennt. Ich denke mal schon, dass sie bekannt ist. Und zwar ein Lied, was mir überhaupt nicht aus dem Kopf geht, schon seit mehreren Tagen, das höre ich wirklich gerade in Dauerschleife, ist von den Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Vielleicht kennt ihr das Lied. Ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf. Es ist so lustig, naja, es hat einen richtig tollen Beat. Und ich muss mich immer dazu irgendwie bewegen. Es ist so gut. Und insgesamt mag ich die. Früher habe ich Jonas Brothers eigentlich nicht gehört. Auch diese Disney-Filme oder so habe ich nicht gesehen. Glaube ich zumindest. Mir fällt gerade auch keiner ein. Aber die neue Musik, schon mit diesem neuen Musikvideo zu ihrem ersten Lied, ich glaube Sucker oder so, war richtig witzig. Warum sage ich witzig? Ich will gar nicht witzig sagen. Ich will sagen, dass es die Musik toll ist und mir gerade mega viel Spaß macht und es richtig Spaß macht, diese Musik zu hören. Genau. Und ich habe nicht mal mitgezählt. Wahrscheinlich sind es deutlich mehr als 10 Aspekte, die ich jetzt noch von mir preisgebe. Aber eins will ich auch noch sagen, dass ich ein absoluter Autofahrangsthase jahrelang war. Also meinen Führerschein habe ich jetzt seit 2017, April 2017, 3 Jahre, ja, seit fast 3 Jahren, oder? Ja, also ich habe meinen Führerschein schon eine kleine Weile und die ersten 2 Jahre, auch von der Probezeit her, konntest du komplett knicken. Ich bin selten gefahren, ich hatte mega Angst, auch beim Fahren in der Fahrschule hatte ich mega Angst. Auch fühlte ich mich immer abgelenkt, weil ich kuppeln musste und dann schalten musste und es war mir alles zu viel. Ich konnte mich nicht nur auf den Verkehr konzentrieren, ich war immer beim Schalten und beim Kuppeln. Und dann haben wir jetzt, letztes Jahr habe ich mich dann wirklich mal dahinter geklemmt und mit mehr Praxis wird es auch. Und dadurch habe ich dann ein bisschen meine Angst verloren und bin dann regelmäßig auch gefahren, auch mit Schaltung. Aber was mir das Leben wirklich einfach gemacht hat und wodurch ich mir jetzt auch wirklich andere Strecken und schwierigere Strecken und Autobahnen und alles Mögliche zutraue, ist das Automatikfahren. Und das hat mir so einen Sprung gegeben in meiner Fahrsicherheit und meinen Fahrkünsten, dass ich mittlerweile sagen muss, ja, dass ich gerne Auto fahre und ich so gut wie nie Angst habe, höchstens wenn ganz, ganz viel Verkehr ist und viel los ist und man einfach mega angestrengt dadurch wird. Aber ansonsten macht es mir mittlerweile richtig viel Spaß. Aber früher, vor 1,5 Jahren, war ich ein riesen Autofahrangsthase. Genau. Und was ich auch noch sagen möchte, eine weitere Leidenschaft von mir, das ihr vielleicht noch nicht wusstet oder vielleicht nur erahnt habt, ist, ich bin eine leidenschaftliche Lego-Bauerin. Ihr habt sicherlich in einer meiner früheren Videos das Lego-Set von Friends gesehen. Das habe ich auch mal wieder auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, weil mir das einfach schon alleine das Aufbauen mega viel Spaß macht. Und dann gibt es ja auch noch das Schloss Hogwarts, einen Traum, den ich mir auch erfüllt habe. Und es hat so mega viel Spaß gemacht, das Schloss von Hogwarts zu bauen. Aber das ist nicht nur das Lego-Bauen, auch die Lego-Spiele sind mega süß und toll. Und Lego Harry Potter als PS4-Spiel macht mega Spaß. Ich spiele sonst keine weiteren Spiele, höchstens noch Sims für den PC, Sims 4. Aber diese Lego-Spiele für die PS4, die mag ich total und die spiele ich auch ab und zu ganz, ganz gerne. Und das war's auch schon wieder. Ich bin ganz schön schnell, glaube ich, durchgerasselt. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Ich bin dann immer so aufgeregt, wenn ich von mir selber erzählen muss. Deshalb entschuldigt, wenn ich etwas zu schnell war. Ich neige dann wirklich dazu, so loszurasseln und aber naja, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ansonsten war es das. Ich hoffe, ihr konntet mich dadurch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und danke euch, dass ihr auch bei diesem Video mit dabei wart und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!